Hallo, hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt's das dritte Türchen des Bier-Adventskalenders. Ja, zwei Türchen haben wir jetzt schon geöffnet. Ein Türchen war ein bekanntes Pilz drin, in dem ersten war, ja, ich kann das nicht so, aber egal, hat trotzdem geschmeckt. Die Nummer 3 haben wir hier oben, da. Also ich würde euch gerne hier mal den Kalender komplett zeigen, aber der ist einfach zu groß. Ich denke mal, die Dosen und so, das reicht doch, oder? Und das Bild seht ihr hier, wenn ihr hier den Kopf dreht, hier so, wie ich das mache. Ja. So, wir öffnen jetzt Türchen Nummer 3. Und wir schauen, was wir hier drin haben. Wir haben hier... Oh, Wernesgrüner. Wernesgrüner ist ja auch bekannt. Pilzlegende. Na, Pilzlegende ist immer gut. Ja, wird wahrscheinlich wieder 0,5 sein, genau. 4,9%. Hier steht sogar der Pfandwert drauf. 25 Cent. Ja, ich denke mal, wir öffnen es jetzt und werden es probieren. So, gestern hatten wir das Licher Pilsner. Das war fein. So, wir probieren jetzt Wernesgrüner. Ja, der Geruch. Ja, der riecht so wie aus dem ersten Türchen. Ja. Ist gar nicht so schlecht. Also, vom Geschmack her ist es wie das Licher fast. Also, besser wie das erste Bier. Obwohl alle nicht so schlecht sind. Ja. Man kann es trinken. Ist super. Aber ich habe ja hier immer so mein Lieblingsbier. Also an erster Stelle kommt ja bei mir immer das Bitburger. Dann trinke ich ab und zu mal noch das Kirner. Und dann habe ich eigentlich gar kein so Lieblingsbier. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr überhaupt 18 seid oder 16. Ich glaube, Bier darf man ab 16 trinken. Was euer Lieblingsbier ist. Also unter 16 bitte kein Alkohol trinken. Also hier wird keiner gezwungen oder angespornt Alkohol zu trinken. Macht das nicht. Ja. Da würde ich mal sagen, bis zum Türchen Nummer 4, also morgen. Dann würde ich sagen, haut rein. Habt einen schönen Tag und auf Wiedersehen.